Ja, das ist wieder, wenn das Mikro abgeschaltet ist. Also nochmal ein herzliches Willkommen zum Livestream von Wildstar in der Open Beta. Ich bin jetzt im Wilderlauf unterwegs und werde dort noch ein wenig mich umschauen, was so in den höheren Levelstufen gemacht werden kann. Ja, so. Schauen, was. Dann auf nach Wildstar. Wie gesagt, ich bin in Waldaran unterwegs, bin noch relativ neu in dem Gebiet. Habe also erst hier unten angefangen, die ersten Missionen einzusammeln und zu erkunden. Ich muss jetzt gerade noch mal wieder nach hier unten zum Namenblick zurücklaufen, um dort eine Mission aufzunehmen und dort vorn auch noch ja, eine Wissenschaftsmission abzuschließen. Wo ist er denn? Wo steckt mein Scanbot? Okay, Station Fahrzeug ist dort. Ja, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen Steuerung gewöhnen. Mir fehlt halt noch die eine Mission da unten. Ich hoffe jedenfalls, dass es da noch eine Mission gibt.
Doppelkill. Ja, ein Doppelkill. Oh. Na komm, nächste Welle. Wer kommt als nächstes? Doppelkill. So. Rechtzeitig. Wir sind hier fertig. Schön für dich. Da hinten ist noch ein Luftpilz, bei dem es noch irgendetwas zu tun gibt. Ich will mit euch jetzt nicht. Dann schauen wir mal, was der dann will. Okay, rumspringen. Okay. Ja, ich warte. Pass auf dich auf. Das nächste Kommunikationsterminal. Da gibt es noch eine Mission. Also, wie komme ich jetzt da hoch? Mal wieder mit dem Pilz wahrscheinlich. Verbandenpilot.
Jägerversteck ist irgendwo da hinten. Und bin ich oben. Naja, fast. Herausforderung beginnt. Was? So viele farbige, was? Die sind schon untersucht. Jetzt muss ich da erstmal wieder hochkommen. Diese komischen Knollenbestandteile lassen sich anscheinend nicht einsammeln. Herausforderung nicht bestanden. Schade. Mensch! Ich hasse diese Jump'n'Run-Einlagen. Das ist echt nicht mein Spiel. Ne? An der Stelle. Also zack. Kommt alles auf die richtige Perspektive an. Da geht es noch weiter nach oben. So, was war das jetzt für eine Herausforderung? Herausforderung beginnt! Wo sind die anderen? Bronzerang verliehen! Sehr schön. Silberrang verliehen! Okay, einen noch. Noch so ein Flattervogel. Einfach ein nettes Spiel mit der Kamera. Goldrang verliehen! Hey, na dann lass doch mal gucken. Ja, alles klar. So. Irgendwo Wertmaterialien. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich auch nicht. Das sieht doch gut aus. Aber das kann ich nicht benutzen.
vor der Stufe 37. Naja, komme ich auch bald hin, ist ja nicht mehr weit weg. Wenn ich so viele Samen habe, könnte ich eigentlich mal nach Hause fahren. Kurzen Abstecher nach Hause. Im Endeffekt den Bonus für heute noch zu aktivieren und ein paar neue Samen einpflanzen. Zack. Immer mal wieder zu Hause vorbeischauen. Genau. 5% Bonus für Quests und Jagen. Ah ja. Kann ich gleich mal die gesamten Sachen verändern. Ein Kümmelerholzsamen. So, noch ein Gemüsekürbissamen. Feenblütensamen, was es alles gibt. Schrott. So, lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das jetzt nicht? Nein, es lohnt sich nicht, weil das Item, was ich habe, ist zumindest mehr wert. Ob es jetzt unbedingt insgesamt besser ist, ist schwer zu sagen. Wir sind jetzt schon mal aufgewertet. So, das brauche ich nicht. Das kann ich alles nicht verwenden. Das ist Stelle 17.30. Oszillatoren, Großschwert. Okay, das andere lässt sich alles verkaufen. So, noch die Relikte abbauen oder jagen, je nachdem. Ich weiß auch immer nicht, warum hier immer noch eins mehr angezeigt wird. Aber ich sehe es normalerweise nicht. So, jetzt geht es zurück nach Waldaran. Seit den letzten Updates muss man bloß noch in die Teleporter an der Stelle auch reinlaufen, ohne sie zu aktivieren. So wie es teilweise, glaube ich, bei den Elden-Teleportern auch schon der Fall war. So, mal schauen, wo das jetzt noch hingehen, weil da oben war doch jetzt noch... Genau, da war doch jemand. Wartet zumindest auf mich. Kann ich da die Leiter hochlaufen? Du wolltest was sagen? Vorsicht, diese Viecher sind ganz schön gefährlich.
geht nicht automatisch auf. Wie komme ich hier jetzt, ohne mir den Hals zu brechen, wieder runter? Okay, mal gucken, ob dafür das Inventar... Die Teil darf da rein. Offensichtlich nicht. So, jetzt brauche ich aber mal noch wieder einen Verkäufer. Aggressive Tiere, sehr schön. Viele Dorian Walker. Und sammelt immer Glanzpilze. Es fehlt mir aber immer noch der Gierekeller da unten. Geht's wohl nicht. Nein. Dafür ist die Auswahl groß. Aber wie gesagt, erst nochmal unten nachschauen, was dieses Ausrufezeichen noch zu bedeuten hat. Ich dachte eigentlich, dass wir bereits alle Missionen angenommen hätten. So, das sind wahrscheinlich die Auftragstafeln. Nee, das sind sie nicht. Jetzt noch eine Station. Das Schicksal kann eine schwere Bürde sein. Besonders wenn man im Grunde ein Zombie ist. Herausforderungen.
Reliktverkommen und Bergbauknoten. Sehen aber alle nicht so aus wie dieses Symbol dort. Naja. So ist es mit dem Herumgondeln. Hey, die haben die Missionsbeschreibung. Vielleicht bin ich jetzt Technolehrling. Okay, was muss ich werden, um Technogeselle zu werden? Auch vor allem noch ein Haufen Experience. Naja, das ist dann nicht so spannend. Dann wende ich die mal aus. Hier habe ich auch die anderen alle noch ausgeblendet. Gut. Keine Aufgaben. Erstmal Wildlauf weitergehen. Fernseits. Na dann mal weiter. Baut wieder an, machen wir die Karte her und zur 4. Jetzt habe ich es aktualisiert. Wir sind schon erforscht. Hallo, hast du mir was zu sagen? Da bekommt deine Waffe mal wieder was zu tun. Na schön, Spezialauftrag. Gibt's ja nicht. Ich muss da jetzt einfach mal stehen. Was jetzt eigentlich die Eigenschaft von diesen Tierchen sind, da unten.
Tauchs von Bündnisbund dahin zu uns aufdrehen. Ah ja. Was auch immer ich mit diesen Sporen mache, das weiß ich immer noch nicht. Kill. 17%. Jetzt haben wir Klingenschwanzköpfe vom Wildzweig. Wenn es dafür genug Viecher gibt. Hast du was für mich, mein Lieber? Diese Arbeit erledigt sich nicht von selbst, mein Freund. Im Moment habe ich noch nicht genau entschieden, wie lange ich spielen will. Ich werde aber maximal wahrscheinlich 3 Stunden machen. Mal gucken, bis zu welchem Punkt ich dann gekommen bin. Die scheint er mir nicht gescannt zu haben. Thank you.
So. Roboter gebissen. So ein Viehzeug. Den Kill. Ah ja. Das war die Frage, wo ich jetzt noch die Klingenschwanzteile herbekomme. Sag mir, dass du Fortschritte gemacht hast. Nett von dir, mir zu helfen. Was wir sie jetzt noch haben? Wo finde ich denn diese Pumas? Schieß los. Klar. Komm nicht zurück, bevor diese Biester nicht alle mausetot sind. Muss ich von denen eigentlich nichts einsammeln.
oben sind ein paar von diesen Federviechern. Mann! Naja, die anderen zwei hat's noch geschafft, aber den dritten... Schon wieder tot? Hast du schon mal daran gedacht, dich niederzulassen? Dann müssen wir jetzt Nummer 3. Jetzt haben wir immer gleich Pilze. Ja, hast du was zu sagen? So, 61 ist zu wenig. 71 klingt gut. Eins, zwei ist zu wenig. Noch eine Stufe? Lass wir die anderen auch noch was übrig, Süßer. 128,3%. Ja, da ist noch viel gespeichert zum Aufsteigen. Das heißt aber, ich kann jetzt das hier benutzen. 70, 80. Das wird verkauft und der wird verwendet. So, dann hoffe ich mal, dass ich etwas besser ausgerüstet bin. Was ist das denn? 266.000! Wahnsinn! Ja, wo sind die Pilze? Da sind die Pilze. Zumindest einer der Pilze.
Mission. Also was hat es jetzt mit diesen Pilzen auf sich? Oje, 88.000. Das ist ganz cool. Wahnsinn, 88.000, schade.
Trophäe oder was sind das denn? Da hinten gibt es noch eine Mission. Schön einsammeln und aufräumen. Es ist Zeit, mal wieder ein bisschen die Missionen abzuarbeiten. Lustig, da kann ich mit einem Hoverbike über alles Mögliche fahren und mit einem Bike, das eigentlich ein Rad ab hat. Nur ein Rad ab hat. Kann ich nicht mehr übers Wasser fahren. Ah, hier sind die Pilze. Ich habe vorher nicht gesehen. So, jetzt sind wir schon wieder fast eine Stunde unterwegs. Da ist noch gar nicht viel passiert. Der Tod verweigert sich mir noch immer. Vielleicht sollte ich ein Begräbnis arrangieren, um zu sehen, ob er auftaucht. So, so. Energieschild, Energieschild, Energieschild. Stufe 35. Warum steht hier nicht, dass die Schildenergie zunimmt? Lustig.
Gut. Vielen Dank. Du hast meiner leiderfüllten Seele einen Dienst erwiesen. Schleckeneintopf. Was ist Schleckeneintopf? Was soll? Jetzt habe ich immer noch wieder keine Übersicht, wo hier eigentlich mal wieder ein paar Verkäufe möglich sind. Aber eigentlich waren wir dahin unterwegs. Prozent für die aktuelle Stufe. Ich hab's auch noch einen da hinten. XP. Okay, ich brauche 834.000, also noch 700.000 XP. Brauche ich noch eine ganze Menge von denen. Thank you.
Okay. Das war knapp. Okay, ist denn jetzt Dorian Walcon? Will ich eigentlich nicht schon wieder hin. Mal wieder eine Jump'n'Run-Einlage. Ich bin oben. Pistolen sind nichts für mich. Willkommen zurück. Oh Mann. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. So weit weg. Welche Neuigkeiten für mich? Gut. So, dann wieder ein Slide.
ja auch irgendwo lang gehen. Oh, müssen wir wieder nach Thürat. Was ist los? Behake sie mit allem, was du hast. Soll ich noch irgendwelche Schnecken platt machen? Die da. Relic-Note. Wow. Oh, ich hab schon Level 4. Wie viel brauche ich dafür noch? Fahrt. Nee. Wo sind denn jetzt bitte die... Die Rufe? Ah. So, Technologen. Aber Reliktjäger. 12.000 von 20.000. Ja, das kann ja noch eine Weile dauern dann. Aber so soll es ja schließlich auch sein. Scannen wir das mal.
Was gibt's da noch zu nehmen? Aber da kann ich hochklettern. Warum das überhaupt nicht angezeigt wird. Okay, jetzt. Die Geschichte der Maid, 2 von 9. Aber ich dachte, hier gibt es Zwischensequenzen, irgendwelche Dinger zum Nachlesen. Ups. Ja, und nun? So komme ich da nicht hoch. Auch Rang 4. Also komme ich jetzt mit dem Pilz da hoch oder nicht? Knapp mit dem Bild ruckeln oder mit dem ist die Leitung wohl dann doch ein bisschen überlastet. Okay, da ist noch ein Pilz. Wie komme ich zu dem hin? Naja, prima. So komme ich ja jedenfalls nicht hin. Du bist zurück. Vielleicht solltest du es das nächste Mal mit einem tragischeren Tod versuchen. Wieder an der gleichen Stelle. Ach, ist das blöd. Ich muss jetzt mal die Ecken hier weiter erkunden. Da gibt es noch ein Buch. Nix.
komische Geschichten. Hier ist jetzt keine Scherbe. Aber dafür ist ein kleines Stück weiter erkundet. Westschlucht. Und ihr Level 35. Was ist los? Ist das Grab nicht tief genug? Die Ewigkeit nicht lang genug? Ach, immer diese wählerischen Korinthenkacker. Also gut, dann wieder auf den Weg zu Dorian Walker.
Ja, schon wieder einer von den Großen. Das dauert mir einfach zu lange. War der auch da oben? Ich glaube doch wohl nicht. Da ist er ja. Ja, ich bin Dorian Walker. Immer schön, einen Fan zu treffen. Das ist ziemlich dringend, Champ. Zieh dir die Heldenhöschen an. Vorsichtig mit diesen Crittern. Die beißen. Was zum Teufel willst du, Klugscheißer? Überlass das Erkunden den Profis. Red noch weiter, du Klugscheißer, und schau, wie weit du damit kommst. Gib Gummi, du Ass! Thank you.
Was läuft, du Teufelskerl? Das ist doch mal ein guter Anfang, Sternchen. Danke. Das ist schon wieder der kurze. Forderung beginnt. Dreifachkill. Herausforderung beginnt! Herausforderung beginnt! Noch eine. Herausforderung beginnt! Doppelkill. Dreifachkill. Da scheint auch mal wieder irgendwas nicht zu funktionieren. Wieder raus, wenn ich das
Oh Mann! Dein Todesurteil wurde aufgehoben. Aber ich werde Berufung einlegen. Ja, wie weit bin ich jetzt weg von dem Eventteil? 800 Meter, na super. Schade, der hätte ja auch nur fast geklappt. Herausforderung nicht bestanden. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht den Eindruck, dass die Dinger schon mal schneller waren. Aber kann mich natürlich auch täuschen. Der Kerl, der mir schon wieder angestellt. Da hinten steckt er. Schon wieder so eine Kampfmission. Gut, gut. Nicht annähernd fertig, aber gut. Ich habe schlechte Nachrichten. Aber hey, du fängst jetzt nicht an zu heulen, oder?
Angriffskraft, Unterstützungskraft, naja, lieber Angriffskraft. Dorian Walker schuldet dir was, Kleiner. Ja, das kannst du deinen Freunden erzählen. Könnte ich jetzt mal irgendwie das Zeug hier verkaufen? Das wäre viel wichtiger. Naja, normal führt einen ja sowieso die ganze Geschichte überall herum. Was ist das denn für eine Musik? Mal endlich was Neues. Okay, diesmal ist mal wieder was zu lesen dabei. Na schön.
Hier kann ich den nicht scannen lassen. Für den großen. Nein! Ach, Sound. Mistvieh. Dein Tod war nicht mal ansatzweise dramatisch genug. Mach das beim nächsten Mal besser. Sicher doch. Ich glaube, ich werde mal kurz nach Tyrat heißen, dann kann ich auch das ganze Zeug. Dann kann ich auch diesen netten Schädel abgeben und auch irgendwo mein Zeug loswerden. Die Bewohner Orkanas kamen nach Nexus, um ein Leben in Frieden zu führen. Sie hatten vermutlich das Kleingedruckte übersehen, in dem die regelmäßigen Militärinvasionen des Dominion erwähnt wurden. Hast du etwas ungezügelten Mut eingepackt? Die Zeit für Heldentaten ist gekommen. Gut, auf zu den Heldentaten. Da hinten sind die Verkäufer. Sie möchten kaufen? Ich möchte verkaufen. Markteffizienz. Oh je. Also die Samen bleiben da. Hier werden jetzt mal wieder gute Vergleichswerte.
Wieso ist das Ding am... Das ist besser. Mit weniger Armor hat es trotzdem mehr Wert. Ich glaube, ich behalte den anderen. Waren von Protostar unterliegen einer quasi legalen Gewährleistung. Quasi legal? Na, immerhin. Okay, Windows, weil es da ist, abgestürzt. Das bedeutet, weil es da neu starten. Wo steckst du? Wir sind da, alles gepatcht. So. Inzwischen sind wir aber Level 37. Und noch etwas weiterspielen. Beziehungsweise bin ja jetzt in Tyrat. Aber ich werde jetzt erstmal nur noch die Mission dort abschließen. Dann zurückreisen und dann reicht das für heute Abend erstmal für den Livestream. Ich brauche dann erstmal wieder eine Spielepause. So. Also nehmen wir nochmal das Hoverboard. Nein, das geht ja nicht. Muss ich jetzt gucken, wo ich dorthin muss, weil ich muss hier unten hin. Genau. Jetzt stecke ich irgendwo da oben. Aber es ist doch noch nicht alles verkauft. Aber doch. Kann ich gleich mal noch bei meiner Bank vorbeischauen. Das Ding muss auch irgendwo hier oben sein. Da oben. Hops. Na, auf zum Bankterminal. Oh je, was ist da alles drin? Nein, ich bin nicht sicher. Ich würde gerne mal wissen, wie teuer der nächste Bankplatz ist. Ey. Okay. Wenn das Spiel nicht mehr will, dann beende ich an der Stelle den Livestream für heute. Und wünsche noch viel Spaß. Beim selbst ausprobieren ist ja schließlich inzwischen Open Beta, kann ja jeder reingehen. Also viel Spaß und bis demnächst wieder. Tschüss.